weiter weg sieht einfach besser aus, ne? Wenn man dann hier an das andere Gebäude angrenzt, das ein bisschen außerhalb steht, eins. Genau so machen wir das. Na, da sind wir schon fast dran. Ja, das ist super. Das ist sogar mehr als super. So, und dann geht es nämlich hier weiter. Ja. Ja, ich weiße Luft. Wo bin ich denn da? So. Dann stellt ihr euch einfach eine neue Tür her. Licht ist das Wichtigste im Grunde, ja, bei der ganzen Geschichte. Glas, 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 wo bist du? So, und hier auf dieser Ebene könnt ihr prima laufen. Na, wo ist das Glas denn? So. Und da stelle ich mir jetzt dann auch gleich wieder eine Tür hier hinten hin. Die stelle ich immer innen. Aber eins, Moment, jetzt muss ich mal kurz überlegen. Okay. Ja, dann bin ich schon runtergefallen. Das ist nicht so gut, weil das hochkommt. Na doch, hier geht's. Das war so relativ. Na, wir brauchen schon eine Tür, jetzt wären die Wege zu weit. Sollen wir mal schnell gucken? Ja, das passt. Und die Tür stelle ich hierher. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ist natürlich alles ein bisschen anstrengender als am Land, aber es hat was für sich. Ich finde, es hat wirklich was für sich. Diesen Raum mache ich definitiv nicht so groß. Da hinten habe ich leider falsch angefangen. Okay. Ich würde sagen 1, 2, 3, mach mal 4. Also noch einen. Hier brauchen wir dann auch wieder eine Tür, ne? Meines Wissens habe ich drei mitgebracht. Da muss man schon sehr genau aufpassen, dass man die Orientierung nicht verliert. Aber hier ist die jetzt gut aufgehoben. So, und von hier können wir jetzt wieder auch prima abbauen. Ne? Das funktioniert richtig gut. Und dann merkt man auch, wie die Strömung einen immer wegtreibt. Sofern ihr festen Boden unter den Füßen habt, ist das gar nicht mehr so anstrengend. Kann man sich relativ gut halten. Ups, jetzt hätte ich beinahe. Das können wir so lassen. Ja, und so arbeitet euch Schritt für Schritt vor. Raum wieder auffüllen am Ende. Es wird jetzt zu lange dauern, da werde ich ja stundenlang bauen. Dann könnten wir ja ein Let's Play machen. Und dann würden wir wie Gronkh bei Folge 287 die fünfte landen. Das ist mir dann doch ein bisschen
so groggy. Ja. Dann mache ich dann mal einen Cut, baue mal weiter. Und dann klinken wir uns später einfach nochmal ein. Ja, bis dann. Ja, hallo, herzlich willkommen zu dem Teil 2 unseres kleinen Habitat-Baus. Ja, ich habe jetzt schon mal ein ganz kleines Stück weitergebaut. Wir brauchen allerdings neue Türen, weil die Wege langsam etwas lang werden. Und die alten lasse ich einfach stehen, das ist ganz gut. Das sind auch gute Fluchtpunkte. Wir brauchen Türen, also holen wir die jetzt mal schnell. So, sind wir denn da? Das ist ja auch noch nicht eingerichtet, nur funktional. Ich würde sagen, 2 Stück sollten uns genügen. Schließlich müssen wir den anderen Kram ja irgendwie auch da noch unterbringen. Dann gucken wir mal, dass wir die Erde gleich noch abladen. Unnötiger Ballast. Obwohl, wir brauchen ja noch welche zum Auffüllen des Raumes dann später. Ein Glas. Schauen wir mal nach. Was haben wir denn noch? 2, 3, 4, 4,5 Stocks. Jetzt bauen wir erstmal einfach weiter. Und dann gucken wir mal, wie weit wir kommen. Jetzt stelle ich erstmal eine Tür auf. Oder besser gesagt, gucken nochmal nach, ob das einigermaßen symmetrisch ist. Naja, abzüglich dieses Ganges 3 sind es 10, oder? Das wollte ich eigentlich nicht, das ist nämlich nicht gut. Und die Tür habe ich auch vergessen. Ups. So. Dann stellen wir gleich die nächste Tür auf. Das brauche ich eigentlich ja nicht. Kompass, obwohl, ne, unter Wasser. Das schaffen wir. Oder nicht? Ja. Jetzt weiß ich nicht, gehen wir noch eins tiefer oder nicht? Ich zähle nochmal schnell nach. Also ich habe das jetzt an den Ecken die Türen platziert und wie man sieht, funktioniert das ganz gut. Und durch unsere Glowstone-Ausleuchtung oder Rahmen sieht man auch sehr gut, wo man später hinbaut. Ja? Also, das ist eine tolle Sache und auch mal eine vernünftige Anwendungsmöglichkeit für den Glowstone. Ich wollte aber zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
13. 13 ist gut. Könnte die Türe schon ein bisschen näher jetzt sein, ne? Aber wir stellen einfach noch eine auf, das ist alles nicht so tragisch. Ja. Also wie man sieht, ist das schon eine anstrengende Geschichte. Oder? Man braucht halt Geduld, ne? Jetzt mache ich aber mal eins. Oh, das ist eine echt tolle Sache, also der Türentrick. Kommen wir da noch hin? Na komm schon, streng dich ein bisschen ein. Ja gut, so ein langen Arm hat. Wer hat so einen langen Arm, ne? Packen wir gleich unser Glas drauf, dass wir ordentlichen Boden unter den Füßen haben. Ja, ist doch gut. Beruhig dich wieder. Hast mittlerweile so viel trainiert, da müssten mindestens noch 5 Sekunden drin sein. Und da stehen unsere Luftvorratsblasen. So, und jetzt haben wir im Prinzip unsere Grundstruktur, die man sehr gut erkennen kann. Dann guckt man, ob ringsrum relativ frei ist. Sonst sieht das unschön aus, wenn das unmittelbar angrenzt. Also wenn Boden unmittelbar ans Glas angrenzt, dann von innen, wenn man guckt. Das ist nicht. Oh, was ist das denn da oben? Müssen wir auch gleich nochmal gucken gehen da. So. Und dann schmeiße ich jetzt so knallhart wie ich bin. Gleich meinen Bodenbelag rein. Unter Wasser die Wolle, dass die richtig schön vollgesogen ist. Na, super weicht. Da lässt sich echt Zeit da unter Wasser, oder? Wir haben doch keine Zeit. Und wenn man sich die Türen halt hier wirklich flächendeckend hinpackt, dann kann man auch super bauen, ne? Wie man sieht. Geht das recht flott. Luft holen. Also mit System so ein bisschen. System. Oh, Türe. Halter können wir noch hinbauen. Wenn wir schon mal hier sind. Schwupps. Jetzt treibt es das vor. Ach Mensch, kann das nicht hochkommen? Tja, das war's wohl mit der orangenen Wolle. Ist das so groß? Verflucht. Ich wollte auch einen viel kleineren Raum. Tatsächlich. Macht nichts. Wir ziehen jetzt erst die Wände hoch. Die Struktur sieht man aber. Obwohl ich befürchte, das Orange, das wird.